Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki ist bekannt, wie es sonst nur Showgrößen sind. Und in der Tat, er hat mit seinem literarischen Quartett im Fernsehen auch Show-Elemente in die Literaturkritik eingebracht. Nun hat Marcel Reich-Ranicki selbst ein Buch verfasst, das Aufsehen erregt. Es ist zwar nicht sein erstes, aber es ist sein persönlichstes, seine Autobiografie. In Polen geboren, in Deutschland aufgewachsen und 1938 nach Polen deportiert. Nächstes Jahr wird er 80 Jahre alt. Und er hat etwas zu erzählen. Vom Leben im Nazi-Deutschland, von der Schreckenszeit im Warschauer Ghetto und von seiner großen Liebe zur deutschen Literatur. Mit Marcel Reich-Ranicki unterhält sich Clara Obermüller. Marcel Reich-Ranicki, der Literaturnobelpreis für Günter Grass. Sie haben sich in ersten Statements sehr freundlich, sehr lobend über ihn geäußert. Aber so wirklich Ihr Favorit war es doch wohl nicht, oder? Ja und nein. Er ist nicht mein Favorit, wenn es um die Literatur der Gegenwart geht. Es gab, die leben nicht mehr, Schriftsteller, Deutsche, die ich mehr geliebt habe als er. Aber ich war seit vielen Jahren der Ansicht, habe es öffentlich gesagt, dass nun endlich ein deutscher Schriftsteller den Preis wieder erhalten sollte und dass keiner so sehr prädestiniert ist wie er. Ihm gebührt der Preis. Er ist von den lebenden deutschsprachigen Schriftstellern der Beste letztlich. Haben Sie eine Erklärung dafür oder für eine Vermutung, warum es gerade in diesem Jahr ein Deutscher sein musste oder sein durfte? Ja, da gibt es verschiedene Vermutungen, Theorien und Hypothesen. Ich halte sie alle für Quatsch und Unsinn. Zum Beispiel? Ja, das ist alles Blödsinn. Man wollte hinweisen, jetzt ist Berlin die Hauptstadt, da musste man einem Deutschen den Preis geben. Und die Rolle Deutschlands wird jetzt, vor allem seit Fischer Außenminister ist, mehr spürbar in der internationalen Welt. Ist alles 10 Jahre Unsinn. Mauerfall wäre auch noch... Alles, das ist alles blanker Unsinn. In meiner Überzeugung nach. Da saßen die Herren zusammen und überlegten sich, welches Volk ist jetzt dran. Und bestimmt hat jemand Kongo vorgeschlagen oder den Sudan und jemand hat gesagt, mal müssten ja die deutschsprachigen Autoren auch einen Preis bekommen. Und dann war es klar, Grass. Wenn ein Deutscher dann Grass bekommt. Ja, und das ist auch richtig. Er ist derjenige von allen deutschsprachigen Schriftstellern heute, dem der Nobelpreis gebührt. Ich habe mich in früheren Jahren, lange her, als ich schriftliche Vorschläge zu machen hatte für die Akademie in Stockholm, andere Autoren vorgeschlagen. Ich habe Max Frisch vorgeschlagen und glaubte, dass er den Preis verdient. Nichts ist draus geworden. Ich habe Friedrich Dürrenmatt vorgeschlagen. Nichts ist draus geworden. Und auch als ich Amerikaner, Engländer vorschlug, habe ich nichts erreicht. Weder Graham Greene noch John Updike. Aber einmal war ich erfolgreich. Das erste Mal, wie man mich offiziell gefragt hat, habe ich Heinrich Böll vorgeschlagen, mit einigem Bauchgrimmen. Aber ich habe gesagt, er hat es doch aus gewissen, nicht künstlerischen Gründen am meisten verdient und er hat ihn dann auch bekommen. Und wenn Sie jetzt zu bestimmen hätten, Sie wären das Komitee in Stockholm, wem geben Sie denn noch jetzt, den Preis? Ich hätte Günter Grass. Nein, ich meine jetzt, wenn es nicht ein Deutscher hätte sein müssen, einfach irgendeiner. Irgendeiner. Ich glaube, ich wäre für John Updike. Ich bin ein großer Anhänger von Updike, aber mit Updike ist es ein bisschen so wie mit Grass. Er hat auch eine Anzahl schwacher Bücher geschrieben. Nur Goethe hat ja auch so viel Schlechtes geschrieben. Wichtig, es zählt immer nur das Gute innerhalb des ganzen Werks. Wir kommen zum eigentlichen Anlass unseres Gesprächs zu Ihrem Buch, zu Ihrer Autobiografie. Ironie des Schicksals, die ersten Sätze dieses Buches handeln noch einmal von Günter Grass. Es mag ein Zufall sein. Sie erzählen dort, wie Sie 1958, Sie waren ganz kurz erst in Deutschland, auf einer Tagung der Gruppe 47 Grass begegnen und er stellt Ihnen die Frage, was sind Sie eigentlich, ein Pole, ein Deutscher oder wie? Und Sie geben die seither viel zitierte Antwort, ein halber Pole, ein halber Deutscher und ein ganzer Jude.
Das war die Antwort damals 1958. Wie würde sie heute lauten? Die Antwort war damals schon 58 ganz falsch. Interessant war an der Frage von Garas, dass er fragte, was sind Sie denn, ein Deutscher, ein Pole oder wie? Das Wort Jude pflegte man in Deutschland in den 50er Jahren überhaupt nicht auszusprechen. Das galt als beleidigend. Man sagte höchstens, der jüdische Mitbürger, unsere jüdischen Mitbürger, das war die Sprachregelung. Danach befragt, was ich denn nun eigentlich bin, muss ich antworten, und das ist keine zufriedenstellende Antwort, ich weiß es schon, ich bin ein Literat, ich bin ein Kritiker, und meine Heimat ist letztlich die Literatur. Und das ist nichts Neues, das ist so seit vielen, vielen Jahren. Ich war ja schon in meiner Jugend so ein Mensch, der keine Identität hatte in den Augen meiner Mitschüler. Ich war natürlich kein Pole, ich galt nicht als ein Deutscher. Und dabei ist es irgendwie geblieben. Aber ich habe mich damit abgefunden. Früher in Polen habe ich die Leute geärgert, Kommunisten vor allem, wenn sie mich fragten, was sind Sie denn nun eigentlich? Und ich sagte damals stolz, heute würde ich es nicht mehr sagen, ein Europäer. Da heute alle Europäer sind, ist das Wort verbraucht. Das ist nichts Besonderes mehr. Sie haben jetzt ein Jahr vor Ihrem 80. Geburtstag diese Autobiografie publiziert. Sie haben lange gezögert, es zu tun, an dieses Erinnerungswerk heranzugehen. Was war der Grund? Es waren wohl drei Gründe. Der eine Grund war, dass ich Angst hatte, das alles nochmal zu erleben, was ich erlebt habe. Also Angst vor den Erinnerungen? Ja, Angst vor den Erinnerungen. Und ich mochte das nicht. Der andere, ganz andere Grund, der zweite ist ganz einfach, dass ich mich literarisch der Aufgabe nicht gewachsen fühlte. Ich dachte, ich schaffe das nicht. Die Atmosphäre des Warschauer Ghettos, die Atmosphäre der Verfolgungen in Warschau außerhalb des Ghettos, nachdem es nicht mehr existiert hat, das ist alles literarisch nicht machbar, für mich nicht machbar. Da muss ein anderer vielleicht dran. Das war der zweite Grund. Der dritte ist ein ganz prosaischer Grund, aber ich muss ihn auch nennen. Ich hatte immer anderes zu tun, das mir nicht wichtiger vorkam, aber leichter vorkam. Und deswegen habe ich andere Sachen geschrieben. Denn unter uns, es ist leichter, über Thomas Mann zu schreiben oder über Heinrich Heine, als über mich selber. Jetzt hat sich gezeigt, dass Sie dieser Aufgabe sehr wohlgewachsen waren und Sie haben sich Ihren Erinnerungen gestellt. Hat sich etwas verändert in Ihrem Leben, in Ihrem Bewusstsein, seit Sie sich dieser Arbeit gestellt haben? Nein, hat sich nicht im Geringsten verändert. Man stellt mir gern die Frage, ob ich mich während der Arbeit an gewisse Elemente, Motive meines Lebens erinnert habe, die schon verschwunden oder verdrängt waren. Ja, das schon. Aber die Erinnerung an diese Details, diese Episoden, haben mein Leben nicht verändert. Nun ist ja auch Ihre Frau seit beinahe 60 Jahren, Sie haben sie unter tragischen Umständen im Warschauer Ghetto kennengelernt, seit beinahe 60 Jahren teilt sie ihre Erinnerungen. Welchen Anteil hatte sie bei der Entstehung des Werks? Sie hatte einen enormen Anteil, vor allem deshalb, weil sie dieses Buch von mir verlangt hat im Jahre 1943. Mit anderen Worten, wenige Wochen, nachdem wir das Ghetto fluchtartig verlassen hatten, meinte sie, ich sollte das Buch schreiben. Ich habe mich geweigert. Ich habe nur eine kleine Erinnerung an den ersten bewaffneten Widerstand im Warschauer Ghetto ihr damals diktiert. Und der Text übrigens, ein kurzer, unbedeutender Text, aber doch mit einigen Informationen, den habe ich noch. Sie wollte dieses Buch von mir und wollte das auch später immer wieder. In den letzten 10 Jahren kamen andere hinzu, die das Buch mir abverlangten, vor allem Verleger. Und deutsche Verleger sind ja Menschen von hohen Ideen und die nur eigentlich dem Edlen, Guten und Schönen dienen. Und die wollten das Buch von mir haben, weil es so wichtig sei und nannten gleich die Ziffer der Anzahlung, die ich bekomme. Man war bereit, mir sehr viel Geld zu geben, damit ich das Buch schreibe. Natürlich wollten die Verleger
das Buch aus einem einzigen Grund, sie witterten ein Geschäft. Naja, Sie haben ja auch recht gehabt. Ja, erstens haben Sie recht gehabt, außerdem Verleger sollen Geschäfte wittern, Verleger sollen Kaufleute sein. Ich habe was dagegen, gegen die Verleger, die die hohen Priester der Kunst spielen. Das sind meist verlogene Leute. Wir haben von Ihrer Frau gesprochen, das Buch ist ja auch eine Liebeserklärung für Ihre Frau. Ihr Sohn aber beispielsweise kommt nur sehr am Rande vor und andere Frauen, die in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben, eigentlich auch eher sehr zurückhaltend. Was waren denn die Auswahlkriterien? Wie sind Sie vorgegangen? Was haben Sie weggelassen? Also bei dem Sohn, der doch vorkommt, aber nicht sehr häufig, schon richtig, hat eine große Rolle ein Umstand gespielt. Ich habe in autobiografischen Büchern verschiedenster Autoren, die ich vor 5 oder 25 Jahren gelesen habe, mich immer sehr gelangweilt. A, wenn die über ihre frühe Kindheit erzählen. B, wenn sie über ihre Kinder viel erzählen. Das ist eigentlich nicht von Interesse. Man ist an dem Autor, an dem Verfasser der Autobiografie interessiert, aber doch nicht an den Kindern oder an dem Kummer, den er mit den Kindern hatte. Deswegen habe ich relativ wenig über meinen Sohn geschrieben. Vielleicht, warum eigentlich? Es hat einen Aspekt, eine Überlegung, hat eine große Rolle während der Arbeit an diesem Buch gespielt, nämlich die Frage, wen interessiert das heute? Ich habe eigentlich einen Kollegen, der damals das Buch lektoriert hat, gefragt, bei beinahe jedem Kapitel, ist das eigentlich von Interesse? Wollen wir das nicht lieber zur Hälfte kürzen? Es gibt ganze Kapitel, die ich wieder weglassen wollte, weil ich mir gedacht habe, ach, wen geht das heute an? Er hat gebremst und ich habe letztlich nichts weggelassen. Mal einen Satz, aber nicht mehr, kein Kapitel oder dergleichen. Es ist die eine Überlegung immer. Ich glaube, das ist ein Unglück der deutschen Literatur. Ich spreche nicht jetzt von mir, aber ein Unglück der deutschen Literatur ist, dass sie, es hat mal ein Kritiker der 48er Jahre, 1848 gesagt, Prutz, es ist das Unglück dieser Literatur, geschrieben zu werden von Literaten für Literaten. Nun, wir brauchten immer schon und brauchen auch heute eine Literatur für Literaten. Der Ulysses von Joyce ist Literatur für Literaten. Aber es ist sehr gefährlich, wenn man ganz und gar den Leser vergisst. Das ist heute besonders gefährlich. Heute kommt es darauf an, dafür zu sorgen, dass die Leser beim Buch bleiben. Es gibt andere Belustigungen, nicht nur das Buch, und durchaus ehrenwerte Belustigungen, die als Konkurrenz auftreten. Beispielsweise das Fernsehen, bei dem wir im Augenblick ja tätig sind. Also ich habe mir immer wieder überlegt während des Buches, wer will das wissen, wen interessiert das? Und dass ich wenig über den Sohn geschrieben habe, mag damit zu tun haben, was die Frauen betrifft. Also mir wurde schon vorgeworfen, zu viel über die Frauen drin und nicht zu wenig. Wie man ja überhaupt Urteile hört, damit muss man sich als Autor abfinden. Leute sagen mir, das Wichtigste ist der Teil über das Ghetto und das ist das Wichtigste. Vorgestern habe ich von einem ernsten Menschen gehört, dass im Originellste ist das literarische Leben in der Bundesrepublik, diese Gruppe 47 und die Zeit und die FAZ und der Historikerstreit, das ist das Wichtigste. Also, jeder bringt ja wahrscheinlich seine eigenen Interessen hinein. Ja, jeder mag sich raussuchen, was ihm da passt. Nun ist sicher etwas nicht eingetreten, dass es niemand interessierte, dass es niemand lesen wollte. Das Buch ist ein großer Erfolg. Es sind bereits über 200.000 Exemplare verkauft worden in wenigen Wochen. Das ist ein außerordentlicher Erfolg. Haben Sie persönlich eine Erklärung dafür? Es gibt verschiedene Erklärungen, doch ich habe welche. Natürlich ist es ein Konglomerat. Es sind verschiedene Umstände, die zum Erfolg dieses Buches geführt haben. In der Tat, das ist ungewöhnlich. Ich habe gerechnet damit, dass vielleicht 30.000, 40.000 verkauft werden, dass es inzwischen weit über 200.000 sind in einer ganz kurzen Zeit.
Damit habe ich nie gerechnet. Was mag der Grund des Erfolgs sein? Zunächst der primitivste. Eine gewisse Popularität, die ich durch das Fernsehen erreicht habe, vor allem durch das literarische Quartett, aber auch andere Äußerungen im Fernsehen, sehr häufige Äußerungen, die sich dem Publikum stark einprägen. Es ist sehr merkwürdig, das hat irgendwie mit meiner Person zu tun. Ich höre von jemandem beispielsweise, naja, also in diesem Monat, da haben wir sie ja täglich, jeden Abend im Fernsehen gesehen. Das war ein Monat, in dem ich dreimal im Fernsehen überhaupt war. Das ist ihre gewaltige Präsenz, ja, die man sie ist irgendeine Suggestivität und die Leute glauben, mich immer wieder gesehen zu haben. Und dabei war das einmal wöchentlich oder einmal in zwei Wochen. Das ist ganz unterschiedlich. Also das Fernsehen, die Popularität, aber die kann nicht mehr als 10.000. Das ist nicht allein. Nein. Das nicht. Es gibt eine Vermutung, die ernsthafteste, und die kommt gar nicht so von mir, aber ich sehe einen Sinn in dieser Vermutung. Es wird über die schrecklichste Zeit Deutschlands sehr klar, offen und rücksichtslos geredet. Keine Rücksichten auf das Feingefühl der Leser. Ich sage, was ich gesehen, was ich erlebt habe. Und das ist das Überraschende. Die Leute sagen, es wird hier erzählt, wie es war, aber ohne deutschen Hass. Es sei keine Spur von deutschen Hass. Diese Ambivalenz, nein, diese Summe aus totaler, nein, keine Anklage, einer Diagnose, aus der keine Anklage hervorgeht. Das soll viele Leute beeindruckt haben. Na, dann sagt man, es sei so geschrieben, dass es sich leicht liest. Was mich merkwürdig wundert, eigentlich sollte jeder Schriftsteller auf Erden sich bemühen, so zu schreiben, dass man es leicht lesen kann. Aber ich brauche Ihnen ja nicht zu sagen, dass deutsche Schriftsteller oft den Ehrgeiz haben, möglichst umständlich zu schreiben. Gut, den hatten Sie, glaube ich, nie. Also ich nein, glaube, das ist das Letzte, was man Ihnen vorwerfen kann. Nein, den habe ich nie und das hat man mir auch oft verübelt, dass ich mal eine Kritik begonnen habe mit den Worten, dieser Roman ist schlecht. Warum? Fragezeichen. Das ist in Deutschland eigentlich nicht üblich. Es war üblich in einer bestimmten Zeit. Die Berliner Kritik der späten Jahre der Wilhelminischen, des Kaiserreichs des Wilhelminischen und der Weimarer Republik. Da gab es Kritiker von enormer Klarheit und Direktheit. Na, um einen zu nennen, der kein typischer Literaturkritiker war, Kurt Tucholsky. Er schrieb ganz klar und deutlich, ich habe mich zu Tode gelangweilt und derartiges. Aber auch Alfred Kerr, Alfred Polger, sie alle schrieben sehr klar und deutlich. Und Benjamin hat dann mal eine Doktorarbeit geschrieben und die hat niemand verstanden. Deswegen wurde sie auch abgelehnt. Das war damals nicht Antisemitismus, sondern totale Unverständlichkeit. Man kann sich ja denken, wie unverständlich die gewesen sein muss, wenn deutsche Professoren gesagt haben, das geht zu weit. Das allerdings. Es zieht sich durch Ihr Buch eine, ja, es ist fast wie ein Leitmotiv, eine Feststellung, vielleicht manchmal auch eine Klage oder ein Bedauern, dass sie nirgendwo so richtig dazugehört hätten. Schon als Kind nicht, in Berlin nicht, später nicht, als sie wieder in der Bundesrepublik waren. Schreiben Sie das eigentlich der Tatsache zu, dass Sie Jude sind? Ja und nein. Das stimmt, aber das ist nicht der einzige Grund. Zunächst einmal, es ist kein Vergnügen, im Gegenteil. Es ist ein Unglück, einer Minderheit anzugehören. Und manche Leute haben mir sehr verübelt, was ich in einem Interview vor 3-4 Wochen gesagt habe. Da hat mich jemand gefragt, Sie würden noch einmal auf die Welt kommen, möchten Sie als Jude oder als Nichtjude auf die Welt kommen? Ich habe geantwortet, selbstverständlich als Nichtjude. Und warum? Ich hätte auch gerne gewusst, ob die Schwulen
wenn Sie noch mal auf die Welt kommen könnten, unbedingt Schwule sein möchten. Ich habe den Eindruck, dass vielleicht nicht alle, aber doch die meisten, lieber nicht einer Minderheit angehören würden. Was nun dieses Judentum betrifft, ich habe in dem Interview, das wird natürlich nicht mehr zitiert, aber dann nachher erklärt, ich bin nie auf die Idee gekommen, das Judentum zu verlassen. Überhaupt sich taufen zu lassen, das wäre undenkbar, da ich ein total areligiöser Mensch bin. Aber überhaupt dem Judentum den Rücken zu kehren, das kam und kommt für mich nicht in Frage. Man verlässt nicht eine verfolgte Minderheit. Das ist einfach unanständig, um es primitiv zu sagen. Aber wenn ich plötzlich die Wahl hätte, Herrgott, so viel Kummer hat man durch das Judentum. Muss man das unbedingt im Leben haben? Man hat den Kummer, wenn man so Schlechtes über Juden hört. Und man hat so Kummer, wenn man so Liebes und Freundliches hört. Neulich war ich mit einem Weil das Freundliche auch nicht ehrlich ist. Nein, es kann ganz ehrlich sein, aber es ist irgendwie befangen. Neulich war ich mit einem gebildeten, anständigen Menschen zusammen. Keine Spur von Antisemitismus. Aber er hat mir sehr lange erklärt, warum er für einen der größten Komponisten der Welt Mendelssohn Bartholdy hält. Ja, ja, er schätzt wirklich den Mendelssohn. Aber das war ja für mich, ach, der Jude, er ist so gut, der Mendelssohn Bartholdy. Naja, es ist die befangene Haltung vieler Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, kein Wunder. Nein. Hat es denn umgekehrt ein Zugehörigkeitsgefühl gegeben der jüdischen Gemeinschaft gegenüber? Nie. Niemals. Ich habe im Judenrat während des Zweiten Weltkriegs im Warschauer Ghetto gearbeitet und meine Arbeit als Dolmetscher, als Übersetzer vor allem polnischer Texte ins Deutsche und deutscher Texte ins Polnische gearbeitet. Ich habe ein Gefühl, ja, der Zugehörigkeit, der enormen, aber nicht wörtlich zum Judentum, sondern zu den deutsch schreibenden Schriftstellern Juden. Irgendwie stehen mir der Heine und der Börne und der Schnitzler und natürlich Kafka und Döblin und die Kritiker Polgar und Kerr, die stehen mir schon sehr nahe. Über all diese Autoren, die Sie jetzt genannt haben, haben Sie auch geschrieben. Sie haben ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Ruhestörer, Juden in der deutschen Literatur. Der Titel ist bezeichnend. Sie sehen sich in dieser Tradition, sehen Sie darin auch so etwas wie Ihre eigene Funktion oder Rolle oder Stellung in der Gesellschaft? Entschieden, ja. Gar kein Zweifel. Ich sehe mich in der Tradition. Aber wenn Sie vorher fragen, ob dieses Gefühl eines gewissen Außenseitertums, ob das mit dem Judentum, nur mit dem Judentum zusammenhängt. Nein, es gibt ja ganz andere Juden, anderer Art als ich. Mit meiner Mentalität, meinem Temperament, mit all dem hängt schon zusammen, dass ich ganz einfach vielen Menschen auf die Nerven gehe. Ich bin mir dessen bewusst und die Menschen haben nichts gegen Juden. Andere Juden, stille Juden, lieben sie gern, aber ich gehe ihnen auf die Nerven. Wissen Sie, das ist so wie in der Literatur der 20er Jahre. Da ging vielen Leuten auf die Nerven, beispielsweise Kurt Tucholsky, beispielsweise Alfred Kerr, also temperamentvoll, kesse, ironische, provozierende Schriftsteller. Wenn dieselben Leute, die damals gegen Tucholsky nicht mochten, ich sage nicht gegen Tucholsky waren, aber ihn nicht recht mochten und auch nicht den Kerr und ähnliche Schriftsteller, wenn die damals schon gelesen hätten, ein Autor wie Franz Kafka, hätten gesagt, ja, dieser Jude, das ist ein stiller, in sich gekehrter Jude, sehr egozentrisch, hat nicht, aber daraus macht er gute Literatur. Das hätten die Leute nie gesagt damals, weil keiner Kafka kannte zu seinen Lebzeiten. Wirklich keiner. Seine Bücher hatten ja, es ist schrecklich. Ich habe neulich in einem Warenhaus in Berlin signiert, im KDW, und habe blitzschnell, in 1,5 Stunden, 450 Bücher signiert. Das ist wahnsinnig viel, sehr anstrengend übrigens.
Von Kafka habe ich mir gedacht, sind am Anfang von seinen Titeln keine 450 Exemplare verkauft worden. Und ich signiere an einem Nachmittag so viel. Das Leben ist ungerecht. Ungerecht. Aber was Sie jetzt gerade gesagt haben, deutet doch ein bisschen darauf hin, also meine, auf die Nerven gehen können einem ja die einen oder anderen Leute. Aber es wird dann doch mit dem Judesein in Verbindung gebracht. Ja, selbstverständlich. Das heißt, dass auch antisemitische Komponenten darin enthalten sind. Wie erleben Sie das? Das ist sehr schwer zu beantworten. Das ist nicht keine ganz einfache Frage. Antisemitische Komponenten sind unterschiedlicher Art heutzutage in der deutschen Welt. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz weiß ich nicht. Die Schweiz ist ein etwas anderer Fall. Schließlich war die Schweiz am Zweiten Weltkrieg nicht beteiligt und man kann viel Schlechtes über die Schweiz sagen, aber Menschen vergast wurden im Auftrage der Schweiz doch nicht. Kein einziger, soweit ich informiert bin. Es ist etwas anders, eine andere Situation. Sehen Sie, man hat viele Jahre lang in der deutschen Presse über Juden nur positiv und liebevoll und freundlich geschrieben. Und ein Presseorgan, nein, ein Konzern spielte da eine enorme Rolle, der Springer-Konzern, dem man ja viel vorwerfen kann. Aber wenn es um die Juden ging, überaus positiv und freundlich. Das hat zu einem gewissen Widerstand unter vielen Menschen geführt, vor allem in der jungen Generation. Wir haben Menschen, die viel jünger sind als ich, 20, 30 Jahre alt, und die damals, also 60er Jahre, 50er, 60er Jahre, noch ganz jung waren, Studenten waren, gesagt, es war nicht mehr auszuhalten. Wissen Sie, ich habe mal irgend so eine Geschichte gehört, eine blöde Geschichte, die hier scheinbar gar keinen Zusammenhang hat. Da waren Leute mal eingeladen, gebildete, intelligente, zwei, drei Leute in einer sehr vornehmen Gesellschaft. Es ging so unerhört vornehm und schön zu. Als sie dann rausgingen, haben sie gesagt, und jetzt sagen wir mal laut, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wissen Sie, daran habe ich gedacht, da ich gespürt habe, bei manchen dieser Menschen, die gar nichts gegen die Juden haben, aber sie haben so viel Gutes täglich in den Springer-Zeitungen und auch in anderen gehört und nur Positives über Juden, über keinen Schriftsteller jüdischer Herkunft wurde Negatives damals geschrieben, dass sie das Bedürfnis hatten zu sagen, Juden schlecht, Juden schlecht. Das ist ja auch eine Form von Ausgrenzung, wenn man nur gut über jemanden reden darf und sich nicht getrauen darf, ich sage, jemand ist mir unsympathisch. Ich noch auf etwas zurückkommen, was Sie ganz kurz gestreift hatten. Sie sagten, Sie waren immer ein völlig areligiöser Mensch und das erste Interview oder eins der ersten Interviews zu Ihrem Buch im Stern ist ja auch unter dem Titel gelaufen, ich habe nie einen Tag in meinem Leben an Gott geglaubt. Hat es auch nie so etwas wie eine Sehnsucht nach eine Art von Glauben oder von eines Trost religiösen oder pseudoreligiösen Glaubens? Niemals. Niemals. Alle meine Sehnsucht nach Größerem, nach Schönerem ist befriedigt worden. Ich brauchte die nicht. Ich brauchte Wodurch? Nicht Gott zu suchen, weil ich Goethe gefunden hatte. Ich sage Goethe, ich könnte genauso gut Shakespeare sagen. Auch Mozart. Ja, im Grunde genommen hat die Literatur und die Musik haben nicht die Malerei. Die Literatur und die Musik diese Rolle in meinem Leben gespielt, wie vielleicht in dem Leben mancher Leute die Religion. Und auch in Ihrer Kindheit, also ich bleibe jetzt im Bild, dass Sie Goethe noch nicht gefunden hatten, spielte das nie eine Rolle, auch in Ihrem Elternhaus nicht? Nein. Dabei muss man eins bedenken. Meine Mutter war die Tochter eines Rabbiners, stammte aus einer Rabbinerfamilie, die jahrhundertelang waren die Rabbiner. Übrigens so Rabbiner, die mehr Juristen waren. Denn bei den Juden ist ja der Rabbiner Jurist, Geistlicher und Lehrer. Alle drei Funktionen sind vereint. Die Lehrerfunktion ist wohl die wichtigste. Sie war so, stammte aus einer Rabbinerfamilie und dass sie nichts eigentlich mit der Religion mehr zu tun hatte, war
sehr wahrscheinlich ein Protest gegen die Herkunft, gegen diese Herkunft. Sie war natürlich ans Judentum gebunden, ja, aber sie ist nie in die Synagoge gegangen. Sie hat damit eigentlich nichts zu tun haben wollen. Anders mein Vater. Ja, mein Vater ging sehr gern und sehr regelmäßig in die Synagoge, weil er an Gott geglaubt hat. Ich weiß es nicht. Die Synagoge ist ja bei den Juden auch ein Club. Einmal wöchentlich treffen sich Leute, die sich sonst nicht sehen. Man plaudert über dies und das. Und bei Gelegenheit glauben die auch, mit Gott zu sprechen. Ich kann es nicht verstehen. Es geht nicht in meinen Verstand hinein. Ich habe mir oft darüber Gedanken gemacht, wie das möglich ist, dass Menschen, ganz egal, Katholiken, Juden, Mohammedaner, ganz egal, einen gedruckten Text lesen, der in einem Gebetbuch gedruckt ist, und dies für ein Gespräch mit Gott halten. Das ist doch von jemand vorgeprägt, von irgendeinem, der daran gesessen hat, vielleicht der dafür bezahlt wurde, gut bezahlt wurde, dass er den Text geschaffen hat. Das hat doch nichts mit einem Gespräch mit Gott zu tun. Man muss nicht nur in gedruckter Form beten, man kann es auch mit eigenen Worten tun. Ja. Kann man schon tun, aber wenn jemandem das Freude, Genugtuung bereitet, schon recht. Nur eins kann ich nicht vertragen. In der Verfassung der Bundesrepublik, im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, steht ja ausdrücklich, dass totale Meinungs- und Glaubensfreiheit garantiert ist. Gut, schön, man darf alles, aber wenn einer sagt, nein, ich glaube nicht an Gott, sind unendlich viele Menschen in Deutschland empört. Mit welchem Recht sagt der Mann etwas so Provozierendes? Steht doch gedruckt, dass das erlaubt ist. Es ist erlaubt zu sagen, ich glaube an Gott, ich brauche Gott für mein Leben und mein Dasein. Es ist erlaubt zu sagen, nein, existiert für mich nicht. Ich hatte mal mit einem Kollegen, der vorgab, an Gott zu glauben. Ich traue ihm nicht, hat gar nicht an Gott geglaubt. Er hat gesagt, oh Gott. Weißt du, für mich ist Gott eine rein literarische Figur. Haben Literaten so eine Figur für Menschen geschaffen, Gott. Und mich hat Lichtenberg sehr tief beeindruckt, als ich ein Schüler war, mit dem Satz, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Das heißt, der Mensch schuf Gott nach seinem Ebenbild. Sehr gut. Und ich sagte, Gott ist für mich eine literarische Figur. Eine Figur, sagte ich, wie vielleicht König Lear oder Odysseus oder Hamlet, das ist keine Realität, nur eine solche Figur. Der Kollege antwortete mir ganz gewitzt, nicht schlecht. Er sagte, kann es eine größere Realität auf Erden geben als Lear oder Hamlet oder Odysseus? Na gut. Da waren Sie geschlagen. Ja, natürlich. Wenn wir Gott als literarische Realität, ja, dann bin ich aber aufgerufen als Literaturkritiker. Sage, nicht sehr gut, die Figur. Nicht überzeugend geschrieben. Wir haben es bereits erwähnt, Sie sind aus Polen 1958 wieder nach Deutschland gekommen, in dieses Land, wo all das geschehen war, was man ihnen angetan haben, was sie und ihre Familie erlebt hatten. Ich frage jetzt nicht, warum sie es getan haben, aber mit welchen Gefühlen haben sie es getan? Mit welchen Gefühlen sind sie natürlich damals in dieses Deutschland gekommen? Natürlich mit zwiespältigen Gefühlen. Ich bin nicht nach Deutschland gegangen, sondern ich bin zunächst einmal aus Polen weggegangen und musste dann also die Frage stellen, wenn weg aus Polen, wohin? Ich wollte in ein deutschsprachiges Land, weil ich weiterhin über deutsche Literatur und nun in deutscher Sprache schreiben wollte. Denn ich hatte in Polen auch nur als Kritiker über deutsche Literatur geschrieben, aber in polnischer Sprache. Die Bundesrepublik war verpflichtet, mich reinzulassen als Erbe. Die Bundesrepublik, ein Erbe des Dritten Reiches. Weil Sie Ihre Schulzeit in Deutschland verbracht haben? Na, das ist etwas komplizierter. Ich hatte einen Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit, weil zwei Argumente, zwei Umstände, Kriterien da waren. Das ist sehr wichtig. Das eine Kriterium, meine Mutter war bis zur Eheschließung Reichsdeutsche. Das andere Kriterium, gar nicht, dass ich in Deutschland gelebt habe, überhaupt nicht, merkwürdig. Ein ganz wichtiges Kriterium der deutschen Gesetzgebung war, er hat
eine deutsche Schule besucht. Ich glaube, die konnte man aber in irgendwo, wenn es eine deutsche Schule in Indonesien gab, war das auch, galt das. Ich aber hatte eine deutsche Schule in Berlin besucht, hatte noch das Originalabitur. Also die deutsche Staatsangehörigkeit, das war kein Problem. Ich wurde nur geprüft von einer Kommission, die von Wiesbaden extra nach Frankfurt gekommen war. Denn Wiesbaden ist, wie die meisten Menschen nicht wissen, die Hauptstadt von Hessen. Die war da gekommen, eine Kommission, die zu prüfen hatte, ob meine Zugehörigkeit zum deutschen Kulturkreis gegeben sei. Naja, aber es hat sich herausgestellt, dass er die Leute, die mich prüften, deren Zugehörigkeit angezweifelt werden konnte, denn die sprachen ein schauderhaftes Juristendeutsch. Und wussten wahrscheinlich viel weniger über deutsche Kultur als Sie. Aber selbstverständlich. Naja, das ist ja keine Kunst. Damals, die wollten übrigens mit mir nur über ein Buch sprechen, über den Roman Dr. Zhivago. Denn das war gerade der Augenblick des ganz großen Erfolgs von Zhivago, 58 im Herbst. Und die wollten wissen, was ich davon halte und ob ich, der ich in den Westen komme, auch so eine Art Pasternak sei. Ich habe sie beruhigt, nein, das nun nicht. Ich bin kein Autor von Erfolgsbüchern, das ist ganz ausgeschlossen. Und nun sind meine damaligen Worte widerlegt. Sind widerlegt. Ich erinnere mich an einen Vorfall, wir waren zusammen in Frankfurt in der verhinderten Premiere des Fassbinder-Stücks und hinterher, als wir rauskamen, habe ich zu Ihnen gesagt, wie kann man in diesem Land leben? Und Sie gaben mir zur Antwort, wenn ich mich richtig erinnere, ich lebe nicht in Deutschland, ich lebe in der deutschen Literatur. Funktioniert diese Unterscheidung? Naja, sie funktioniert schon in gewissem Sinne. Ich lebe in einem bestimmten Milieu, in einem Umkreis von Menschen. Doch sind das weitgehend Literaten, Journalisten, Verleger, Rundfunk- und Fernsehleute. Es ist ein mehr oder weniger intellektuelles Niveau. Die Frage, wie stark der Antisemitismus heute in Deutschland sei, kann ich gar nicht beantworten. Ich kann nur sagen, ich habe in diesem Milieu, in dem ich bin, kenne ich eine ganze Anzahl von Leuten, bei denen jede Befangenheit den Juden gegenüber überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Aber es sind alles Leute unter 50, vielleicht unter 60. Bei den 70-Jährigen sieht es schon anders aus. Aber ich hatte immer eine Neigung zu gesellschaftlichen Kontakten mit Menschen, die erheblich jünger waren als ich. Nicht nur zu Frauen, die jünger waren, auch zu Männern. Wenn man Ihr Buch liest, spürt man aber doch sehr stark, dass diese Literatur für Sie mehr ist als einfach nur ein Fach und Ihr berufliches Betätigungsfeld. Es ist ein Zufluchtsort. Von früh an haben Sie immer Zuflucht gesucht bei der Literatur. Sie hat Ihnen Überlebenshilfe geleistet. Ja. Sie war portatives Vaterland, um mit Heine gesprochen. Das deutet doch darauf hin, dass Literatur für Sie sehr viel mehr bedeutet als gemeinhin für andere. Ja, Leute. Ja, hat von Anfang an sehr viel bedeutet. Literatur und Theater, merkwürdigerweise in meiner Jugend, das und Theater. Musik. Ja, Literatur, Theater und Musik. Nur bei Musik bin ich etwas vorsichtig, weil ich im Grunde genommen im Bereich der Musik ein Amateur, ein Dilettant bin. Aber Amateur kommt ja von Amare, von Lieben. Also ich liebe schon die Musik und die spielt in meinem Leben eine enorme Rolle. Dass ich aber als Musikkritiker auch schon tätig war und dass ich in der Zeit, nicht in irgendeinem dubiosen kleinen Blatt, Opernkritiken geschrieben habe, vorwiegend über Wagner und Richard Strauss Opern, war schon unter uns etwas unseriös. Ich habe nicht die Voraussetzung, solche Kritiken zu schreiben und ich gestehe das und kann das ganz klar sagen, warum. Nur aus einem einzigen Grund. Ich habe nicht gelernt, Partituren zu lesen. Und ich glaube, man darf nicht über eine Strauss-Oper, über die Salome oder irgendeine Wagner-Oper, Tannhäuser, Meistersinger, habe ich sehr oft geschrieben, eigentlich schreiben, wenn man die Strauss-Partitur nicht selber lesen kann. Das war viele Musikkritiker es nicht können, sich gleichwohl in dieser Eigenschaft betätigen. Das steht auf einem anderen Blatt.
Aber genießen kann man ohne Kenntnis der Partitur. Ja, genießen natürlich. Und die Musik hat ja in unserem Leben, meiner Frau und meinem, eine enorme Rolle gespielt, eben im Warschauer Ghetto. Eigentlich fast in jener Zeit fast intensiver noch als die Literatur. Ja, viel intensiver. Die Musik hat das, was wir damals gespürt, gefürchtet haben, vielleicht besser, undeutlicher, unklarer, aber intensiver ausgedrückt. Nonverbal auch ohne... Eben, naja, vor allem die, ich meine, was wir bei einer Mozart-Symphonie oder einer Schubert-Symphonie empfunden haben, das war ja unsere Sache. Mozart war vielleicht daran unschuldig. Die Sache ist nur die, es ist kein Zufall, dass wir das bei Mozart oder Beethoven oder Schubert, eben bei den ganz großen Komponisten, empfunden haben. Wie sind Sie eigentlich damals oder wie auch heute, wie kommen Sie mit dem Widerspruch zurecht, dass all das, alle Namen, die Sie jetzt genannt haben, Musiker und Autoren, es sind Deutsche, deutsche Musik, es ist Deutsch, sind deutsche Autoren, die auch denen, die damals ihre Jäger waren, die damals ihnen nach dem Leben trachteten, lieb und teuer waren. Und die das alles nicht zu verhindern vermochte, diese ganze deutsche Kultur. Das hier sind mehrere Fragen ineinander verknüpft. Der Mann, der das Ganze, die sogenannte Umsiedlung, praktisch die Deportation der Juden in die Gaskammer von Treblinka in Warschau, organisiert und geleitet hat, den persönlich zu kennen, nicht das zweifelhafte Vergnügen hatte, weil er diese Anordnung der Deportation mir diktiert hat, also auf einer Sitzung eines Teils des Judenrats, und ich war da als Protokollant. Nein, ich kann da etwas Ihnen garantieren. Der hat, obwohl in Salzburg geboren, höflich ist der Mensch, in Salzburg geboren, ich fürchte, er hat den Namen Mozart nie im Leben gehört, dass er nicht die Musik von Brahms oder Haydn kannte. Ach, ich bin ziemlich aber sicher. Aber das ist mir jetzt etwas zu einfach. Es gab große Nazis, die sehr wohl wussten, wer Mozart ist und mit Bach und Beethoven und Goethe und Schiller auf Du und Du standen. Ja. Na und, es ist schon natürlich nicht die Musik hier das Entscheidende, aber dass die Literatur, die hochbeachtliche Literatur der Weimarer Republik, nicht verhindern konnte, dass die Nazis legal an die Macht gekommen sind. Das war ja kein Staatsstreich. Die haben wirklich 46% damals der Stimmen in ehrlichen Wahlen erhalten und dann mit einer anderen Partei, der Deutschnationalen, zusammen 51% also die Mehrheit gehabt. Das hat mich natürlich tief getroffen. Deswegen auch meine Entscheidung nach dem Zweiten Weltkrieg, eine falsche Entscheidung, aber so habe ich damals geglaubt, Schluss mit der Literatur, ich will mich damit nicht mehr beschäftigen. Ich war von der Politik in Anspruch genommen, das war ein Irrweg mit Sicherheit. Ich war, wie unendlich viele Intellektuelle in Europa, in Frankreich, in Italien und in anderen Ländern, völlig im Banne des Kommunismus. Ich habe die Schwächen, die Fragwürdigkeit des Kommunismus. War das eigentlich mal so etwas wie ein Glaubensersatz? Letztlich nicht, weil ich einen rationalen Zugang zum Kommunismus hatte und weil ich in dem Text, der mich als erster für den Kommunismus so interessierte, nämlich einen großen Text der deutschen Prosa des 19. Jahrhunderts, das Kommunistische Manifest, das habe ich sehr aufmerksam und mit Begeisterung gelesen. Der Stil hat mich fasziniert vom Glauben. Etwas Religiösem habe ich da nichts gemerkt. Das Religiöse ist in den Kommunismus ja vor allem in Russland, in der Sowjetunion gekommen, schon vor allem durch die Figur Stalins, der eine religiöse Anbetung verlangte und erzwang. Nein, ich wollte zur Politik gehen, das war ein Irrtum, es hat nicht lange gedauert und die Rückkehr war dann das Erwachen,
das also, wo ich gesehen habe, schließlich, dass das eine Fata Morgana ist, was ich da mir vorstelle, dass die Realität mit dem Kommunismus, an den ich dachte, rein gar nichts zu tun hat. Es war dann sehr überraschend und man hat mich aus der Partei mit großem Krach im Jahre 1949 rausgeschmissen. Übrigens, es wird so gelegentlich von Leuten, die unzufrieden sind mit meiner Kritik, wie etwa der Nobelpreisträger Günter Grass, wird gern im Zusammenhang mit mir das Wort Stalinist verwendet. Ich möchte in aller Bescheidenheit sagen, als in Polen der Stalinismus wirklich begann, das war 1949, die ersten Jahre nach 1945 waren ja noch relativ liberal, nicht sehr liberal, aber es war noch nicht die schreckliche Diktatur. Als diese Diktatur begann, da bin ich aus der Partei rausgeschmissen worden, aus ideologischen Gründen und mit großem Klimbim, immerhin vom Zentralkomitee der Partei auf hoher Ebene. Könnte es sein, dass dieses Wort des Stalinisten auch auf eine gewisse Art ihres Umgangs mit Literatur zielt? Also es impliziert ja Intoleranz, Dogmatismus und so weiter. Wenn die Leute, Sie haben vorhin Grass genannt, Sie als Stalinist bezeichnen, könnte es sein, dass Sie auch Ihre Art von Literaturkritik im Visier haben? Sie alle haben eine solche Art im Visier, alle, über die ich ungünstig geschrieben habe. Was immer ich, wenn ich negativ einen Autor beurteilt habe, dann stellt es sich heraus, dass ich ein übler Stalinist bin, dass ich ein Anhänger des sozialistischen Realismus bin und Ähnliches. Und in den letzten Jahren, ich spreche von einem prominenten Autor, kein Nobelpreisträger, da hat sich auch herausgestellt, dass er dann in einem Interview daran erinnerte, dass ich Jude bin. Da haben so ein bisschen haben sich die Verhältnisse in Deutschland geändert. 10 Jahre früher wäre das undenkbar. In einem gedruckten. Also man traut sich es wieder zu sagen. Ja. Und dass das mein negatives Verhältnis zu seinem literarischen Werk übertrieben, zu manchen Büchern seines literarischen Werks, damit zu tun habe. Ich habe diese Entdeckung, dass ich ein Jude bin, aus dem Mund meiner Gegner oder Feinde mit einiger Verwunderung gehört, denn aus meinen biografischen Angaben konnte man immer schon annehmen, dass ich Jude bin. Aber Ihr Buch enthält ja auch vor allem im hinteren Drittel eine ganze Reihe von Porträts, Begegnungen mit Autoren, die sind teilweise sehr amüsant zu lesen. Es ist auch eine gewisse Boshaftigkeit manchmal im Spiel, wie Sie es eben beschrieben haben. Hat eigentlich die Kenntnis des Autors, der Autorin, wie die nun mal sind, einen Einfluss auf Ihr Urteil über ein Buch? Persönliche Begegnung mit dem Autor, Einfluss auf die Beurteilung des Buches? Nicht im geringsten. Behaupte ich, glaube ich, vielleicht irre ich mich, aber nein, Max Frisch war mir von Anfang an sehr sympathisch. Friedrich Dürrenmatt habe ich immer sehr geachtet, aber sympathisch, besonders sympathisch war er nicht. Meine Beurteilung von Frisch oder Dürrenmatt hat damit gar nichts zu tun. Ich schätze den einen und den anderen. Ein bisschen näher steht mir natürlich Frisch. Aber das hat Gründe, die man nicht mit dem Wort Talent erklären kann. Frisch hat sich mit meinen Problemen beschäftigt. Mich, meine Rolle im Leben, meine Situation hat Frisch analysiert. Er hat nicht gewusst, dass das mich betrifft. Aber was er über die Rolle des Intellektuellen, des bürgerlichen Intellektuellen in unserer Zeit geschrieben hat, vieles traf auf mich zu. Dürrenmatt hat ganz andere Probleme, hochinteressante Probleme, glänzend behandelt. Es waren nicht immer so in so hohem Maße meine persönlichen Probleme, vielleicht mit einer Ausnahme. Es gibt ein Werk von Dürrenmatt, ganz kleines, da spürte ich, das geht auch mich an in höchstem Maße, die Erzählung Die Panne.
die ich zu den Besten zähle, mit zu den Besten, was er geschrieben hat. Ich selber habe ja ein Stück von ihm übersetzt, den Besuch der alten Dame, und ich denke immer sehr dankbar an Friedrich Dürrenmatt, denn ich habe dank der polnischen Übersetzung in vielen Bühnen in Polen gespielt wurde, viel Geld verdient, das ich dringend brauchte. Welche Rolle spielen denn solche subjektiven Geschmackselemente beim Abgeben von Urteilen, die in Ihrem Fall ja an Klarheit nie zu wünschen übrig lassen? Nein, ich glaube, ich kann das merkwürdig. Eigentlich müsste man unter dem Eindruck der Persönlichkeit des Schriftstellers sein, wenn man sein Werk beurteilt. Es ist gar nicht der Fall. Ich habe die Lyrik der Bachmann beurteilt zu einem Zeitpunkt, als ich sie schon kannte. Natürlich war mir die Bachmann vollkommen fremd. Ach, so eine zarte Dame, die immer gleich ohnmächtig wird und die ganz leise spricht. Ach, nein, das ist nicht die Dichterin unserer Epoche. Ich mochte eigentlich die Bachmann nicht, aber ich hielt sie für eine Autorin von einem halben Dutzend, vielleicht sogar 10 genialen Gedichten. Also das, ich habe sie bewundert. Sie war mein Typ sozusagen nicht in der Literatur. Überhaupt, auch Sarah Kirsch ist mir von ihrer Persönlichkeitsstruktur, ich nenne absichtlich eine Dichterin, die ich sehr schätze und über die ich oft geschrieben habe, wahnsinnig fremd. Sie züchtet Schafe und beschäftigt sich damit einen großen Teil des Tages. Nein, es ist nicht meine Welt, aber herrliche Lyrik. Gibt es eigentlich Autorinnen und Autoren, denen Sie im Nachhinein Abbitte leisten würden für Urteile, die Sie über Sie gefällt haben? Nein, nicht recht. Das ist nämlich das Problem des sogenannten Fehlurteils. Wenn ich sage, ich habe nie Fehlurteile gefällt, dann klingt das überheblich und unverschämt. Der Grund ist ein anderer, der eigentliche Umstand. Wenn ich 1960 über ein Buch ein bestimmtes Urteil gefällt habe, kann ich 1990 nicht sagen, das war ein Fehlurteil. Das ist Unsinn. Ich könnte das ganze Buch nochmal lesen, ein neues Urteil fällen, das möglicherweise vom ursprünglichen weit abweicht. Aber ich kann nicht nach 20, 30 Jahren sagen, ich habe mich geirrt. Das ist kein Irrtum. Ich habe es damals so empfunden. Vielleicht war meine Empfindung ungerecht und böse für den Autor. Aber so habe ich es empfunden. Ich kann nicht plötzlich jetzt das hier alles revidieren. Ich kann nur ein neues Urteil und vielleicht ein ganz anderes fällen. Das aber nicht weniger subjektiv wäre als das von damals. Richtig. Und das neue Urteil nach 20 Jahren kann 20 Jahre später wieder ganz anders der Fall dargestellt werden. Selbstverständlich. Marcel Reich-Ranicki, wir nähern uns schon langsam dem Ende unseres Gesprächs, aber eine letzte Frage sei noch gestattet. Wir haben schon gesagt, Sie werden nächstes Jahr 80 Jahre alt. Was heißt es eigentlich für einen so aktiven und vitalen Menschen wie Sie, alt zu sein? Damit schneiden Sie eine wirklich bittere und traurige Frage an. Es bedeutet vor allem eins: mit jedem Jahr, mit jedem Monat sieht man den Boden der Suppenschüssel klarer und deutlicher. Natürlich weiß ich, ja, man kann sterben mit 50 und 60 Jahren, im Alter von 50 und 60 Jahren. Und viele unserer Freunde und Kollegen, bedeutende Dichter, und ja eben Ingeborg Bachmann, die ist ja auch so jung gestorben, auch Uwe Jonsson und andere. Aber wenn man 80 wird, ist ganz einfach die Wahrscheinlichkeit, dass nur noch wenig Zeit geblieben ist, sehr, sehr unschön. Und wenn Sie mir die Frage stellen, ob ich Angst vor dem Tode habe, nein, nicht vor dem Tod. Ich habe Angst, furchtbare, vor etwas ganz anderem, vor der Nicht-Existenz. Das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich beneide die Menschen, die an Gott glauben, vielleicht an das Jenseits glauben. Ich bin da, sehe die Dinge so, wie Prinz von Homburg und bei Kleist sagt er das mal. Es soll ja alles wunderbar sein.
das was nach dem Tode unser hart, nur leider ist das Auge schon vermodert, wir können es gar nicht mehr sehen. Ja, und natürlich bedeutet dieses Alter 80, dass man immer mehr Angst hat vor der Nichtexistenz. Dann natürlich ein anderer Punkt, rein handwerklich. Ich habe mal einen Kritiker, den ich sehr geschätzt habe, gefragt, warum wollen Sie aufhören zu schreiben? Der Mann wurde 70, hat gesagt, ich schreibe keine Zeile mehr. Ich garantiere Ihnen, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Ihre Arbeiten, die Sie jetzt geschrieben haben im letzten Jahr, sind genauso schlecht oder genauso gut wie das, was Sie vor 20, 30 Jahren geschrieben haben. Und darauf gab er mir eine Antwort, die ich nicht vergessen habe und für mich selber, auf mich selber anwende. Er hat gesagt, ja, ich glaube Ihnen, nur Sie wissen nicht, wie viel es mich kostet an Kraft und Energie, um dieses Niveau zu halten. Was ich wollte, das Buch schreibend, um zu diesem Buch mein Leben zurückzukehren, eigentlich, dass ich das Niveau halte. Manche sagen, es ist besser als alle meine früheren Bücher geschrieben, deren Wort in Gottes Ohr. Und im Grunde genommen, glauben Sie es mir, jung sein, schon besser. Danke, Marcel Reich-Ranicki, dass Sie zu uns gekommen sind. Wer hätte jetzt nicht Lust bekommen, das ganze Buch zu lesen? Hier die genauen Angaben. Marcel Reich-Ranicki, Mein Leben, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart 1999. Am nächsten Sonntag geht's um die Welt unserer Träume. Vor genau 100 Jahren publizierte Sigmund Freud sein bahnbrechendes Werk zur Traumdeutung. Der Traum als Schlüssel und Weg zu unserem Unbewussten, dazu das Gespräch mit einer Psychoanalytikerin am nächsten Sonntag. Jetzt folgt noch die Sternstunde Kunst, gleich nach dem musikalischen Intermezzo um 12 Uhr.